Kiel, April 1940. In voller Uniform besteigen deutsche Soldaten den Frachtdampfer Cordoba. Die Cordoba ist nur eines der zahlreichen Schiffe, die von der deutschen Führung für einen gewaltigen Militärschlag zusammengezogen wurden. Ziel des Unternehmens? Die handstreichartige Besetzung Dänemarks und Norwegens. Dass die britische Regierung Truppen nach Norwegen entsenden könnte, um Deutschland von der wichtigen Erz- und Kohlezufuhr abzuschneiden, hatten deutsche Militärs schon Monate zuvor ins Kalkül gezogen. Am 21. Februar beauftragte Hitler General Nikolaus von Falkenhorst mit der Ausarbeitung eines vollständigen Operationsplanes, der sich allerdings nicht auf Norwegen beschränkte, sondern auch Dänemark mit einbezog. Im März 1940 verdichteten sich die Anzeichen für ein unmittelbar bevorstehendes Landeunternehmen der Briten an Norwegens Küsten. Sowohl aus den Reihen der mit Deutschland sympathisierenden norwegischen Nationalsozialisten um Vidkun Quisling als auch seitens der deutschen Geheimdienste mehrten sich die Hinweise auf einen Militärschlag der Engländer. Eine dadurch entstehende alliierte Front in Skandinavien lag ganz im Interesse Großbritanniens und Frankreichs. Sie würde deutsche Kräfte binden, die ansonsten Frankreich bedrohen könnten. Für die deutsche Seite wäre eine solche Entwicklung zur Bedrohung geworden. Berlin musste handeln. Hitler bestimmte daher nach nur zweitägigen Besprechungen mit den Kommandeuren der einzelnen Landungsgruppen den 9. April zum Tag des deutschen Angriffs. Innerhalb weniger Stunden liefen die Vorbereitungen für die größte Landungsaktion der Wehrmacht während des gesamten Zweiten Weltkriegs auf Hochtouren. 11 deutsche Kriegsschiffgruppen, unterstützt von Luft-, Lande- und Gebirgseinheiten, begannen den Wettlauf gegen die Briten. Das Unternehmen Weserübung war angelaufen. April 1940, der entscheidende Tag. In einem gewaltigen Schlag landeten die deutschen Truppen gleichzeitig in Dänemark und Norwegen. Nur einen Tag zuvor, am 8. April, hatten britische Kriegsschiffe mit dem Verminen norwegischer Hoheitsgewässer begonnen. Für Hitler war diese Aktion natürlich ein willkommener Anlass zur Rechtfertigung seiner eigenen Invasionspolitik. Während sich die Besetzung Dänemarks ohne große Kampfhandlungen vollzog, waren die Landeunternehmungen in Norwegen nur unter größten Schwierigkeiten durchführbar. Zwar konnte der wichtige Flugplatz Stavanger in einem Handstreichunternehmen durch Fallschirmjäger erobert werden und auch Oslo wurde ohne größere Kämpfe besetzt, doch an anderer Stelle waren die deutschen Verluste umso höher. Neben dem schweren Kreuzer Blücher verlor die Kriegsmarine, teils durch die norwegischen Küstenbatterien, teils durch britische U-Boote, die in großer Zahl vor der norwegischen Küste operierten, zahlreiche weitere Schiffe. Auf über 2000 Kilometer Länge, von Oslo bis Stavanger, von Bergen über Trondheim bis hin zum Erzhafen Narvik in der Polarzone zog sich die Front. Um die an den Küsten gelandeten Truppenverbände zu verstärken, kämpften sich die im Hinterland abgesprungenen deutschen Fallschirmjäger gegen heftigen Widerstand der norwegischen Armee durch die schwer zugänglichen Bergtäler in Richtung Meer vor. In Narvik, dem Endpunkt der Lofotenbahn und wegen seiner Eisfreiheit wichtigsten Erzhafen im Norden Norwegens, gerieten Teile der 3. Gebirgsdivision unter ihrem Kommandeur Generalmajor Eduard Dietl in eine militärisch nahezu hoffnungslose Situation. Zunächst hatten sich die deutschen Zerstörer, weil sie den vor Narvik operierenden britischen Kriegsschiffen unterlegen waren, nach Abfeuern ihrer letzten Munition selbst versenkt. Dann landeten am 17. April nördlich von Narvik englische und französische Kampfverbände und im Süden der Stadt gingen starke polnische Einheiten an Land. Damit waren die ca. 2000 deutschen Gebirgsjäger von allen Seiten eingeschlossen und vom Nachschub über See abgeschnitten. Dennoch hielten sie sich, verstärkt durch etwa gleich viele Matrosen von den versenkten deutschen Zerstörern, gegen die sechsfache feindliche Übermacht. Am 28. Mai ließ Dietl Narvik räumen und befahl den Rückzug in die Bergregionen rund um die Stadt. Der Sieg der Briten war nur eine Frage von Tagen. Doch dann wendete sich unerwartet das Blatt.
Die alliierten Truppen erhielten den Befehl, sich vom Gegner zu lösen. Sie wurden dringend gebraucht, um bei dem sich abzeichnenden Einmarsch der Wehrmacht nach Frankreich die alliierte Front zu verstärken. Narvik fiel wieder in deutsche Hand. Am 9. Juni streckte der norwegische Oberbefehlshaber Ruge auf Weisung seines Königs die Waffen. Die deutsche Propaganda war auch in diesem Feldzug allgegenwärtig. Vor allem die Eroberung Narviks war Gegenstand der Filmberichterstattung. Der von Hitler zum Generalmajor beförderte Dietl wurde zum Volkshelden. Für Hitler war der siegreiche Abschluss des Feldzugs ein wichtiger Schritt im Rahmen seiner gesamtmilitärischen Strategie. Denn Norwegen war für ihn nicht nur wegen der ergiebigen Erzvorkommen von großer Bedeutung. In Vemork, einem versteckt liegenden Ort in der südnorwegischen Gebirgslandschaft Telemark, lagen die Norsk-Hydro-Werke. Sie waren vor und während des Zweiten Weltkrieges die einzige Fabrik zur Herstellung von schwerem Wasser, das bei der Uranverwendung in Reaktoren und damit auch zur Herstellung einer Atombombe unverzichtbar war. Mit der Übernahme dieser Fabrik durch deutsche Wissenschaftler hatte Hitler einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Alliierten gewonnen. Während Hitlers militärische Pläne aufgegangen waren, verlief die Entwicklung auf der politischen Ebene negativ. Alle Versuche, mit dem norwegischen Königshaus und den politisch maßgeblichen Kräften ins Gespräch zu kommen, schlugen fehl. König und Regierung verließen schließlich das Land und gingen nach London ins Exil. Die vollziehende Gewalt übernahm daraufhin der Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen, General von Falkenhorst. Ihm zur Seite stellte Hitler als Reichskommissar den Essener Gauleiter Josef Terboven. Eine fatale Entscheidung. Terboven verfolgte von Anfang an eine konsequente Unterdrückungspolitik. Er tat alles, um das Land den deutschen Herrschaftsansprüchen unterzuordnen. Seine Gleichschaltungsmaßnahmen gegenüber der Kirche und den Gewerkschaften und sein Verbot aller norwegischen Parteien, mit Ausnahme der Nationalsamling, führten zu wachsendem Widerstand. Sein Herrschaftswille richtete sich sogar gegen den mit Deutschland sympathisierenden Vidkun Quisling. Dessen Plänen für eine weitgehend souveräne, national-norwegische Regierung erteilte Terboven schon am Tage seines Amtsantrittes, dem 25. April 1940, eine klare Absage. Die ablehnende Haltung breiter Teile der Oberschicht und der Kirche gegenüber der deutschen Besatzungsmacht veränderte auch Hitlers Befehl vom 9. Mai nicht. Er besagte, alle gefangenen norwegischen Soldaten wieder in Freiheit zu setzen, weil diese in den vorangegangenen Wochen ritterlich gegen die Deutschen gekämpft hatten. Die in Norwegen stationierten deutschen Soldaten und große Teile der Bevölkerung richteten sich, so gut es ging, in der bestehenden Situation ein und versuchten, sich zu arrangieren. Ein schwieriges Kapitel der Geschichte, über das vor allem nach dem Kriege ein Tuch des Schweigens gebreitet wurde. Erst im Jahre 1999 veröffentlichte die norwegische Bischofskonferenz eine Note, in der sich die Bischöfe im Namen der Kirche bei den über 10.000 Norwegern, die während des Zweiten Weltkrieges als Kinder deutscher Soldaten und norwegischer Mütter geboren wurden, ob der Ungerechtigkeiten entschuldigten, die sie am Ende des Krieges in Norwegen erdulden mussten. Über 10.000 Kinder. Eine Zahl, die belegt, dass das Verhältnis zwischen deutschen Besatzungssoldaten und der norwegischen Bevölkerung differenziert beurteilt werden muss. Mit dem Abschluss des Feldzuges endete auch die offizielle Berichterstattung schlagartig. Jetzt beherrschten die militärischen Ereignisse in Frankreich die Leitartikel der nationalsozialistischen Presse und das allgemeine Interesse. Da auch die deutsche Filmpropaganda ganz in den Westfeldzug eingespannt war, sind Aufnahmen aus den Jahren der Besetzung Norwegens sehr selten. Umso bemerkenswerter sind die nun aufgefundenen privaten Filmrollen. Sie stammen in erster Linie aus der Kamera eines Truppenarztes, zweier Wehrmachtssoldaten und eines SS-Angehörigen. Sie alle erlebten die Besetzung Dänemarks und Norwegens mit. Ihre Aufnahmen dokumentieren auf einzigartige Weise das Leben und die Kämpfe im hohen Norden bis hinein nach Finnland und Karelien. Der Hafen von Kopenhagen am Tage der Besetzung. Ernsthafte Kampfhandlungen finden nicht statt.
Die schweren Küstenbatterien, ursprünglich zum Schutz des Hafens errichtet, bleiben stumm. Die deutschen Besatzungssoldaten finden offensichtlich genügend Zeit, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu besichtigen. Kanonen als Kulisse für Erinnerungsfotos. Kopenhagen ist nur ein kurzes Zwischenspiel, denn schon am 17. April läuft ein Geleitzug nach Oslo aus. Die Überfahrt ist nicht ungefährlich. Überall lauern die britischen U-Boote. Die deutsche Luftwaffe fliegt Geleitschutz. Wer keinen Wachdienst hat, vertreibt sich die Zeit mit einem Kartenspiel. Doch Bilder können täuschen. Kein Soldat darf seine Schwimmweste ablegen. Man weiß um die Stärke der englischen Kriegsflotte. Am 18. April ist Südnorwegen erreicht. Der deutsche Geleitzug fährt in den Oslofjord. Umgehend werden die Männer und Waffen ausgeladen, denn noch ist der Feldzug nicht entschieden. Von Oslo aus geht der Marsch in das Kampfgebiet. Um den Widerstand niederzuringen, werden schwere Panzer eingesetzt. Ziel des Vorstoßes ist Andalsnes, eine Hafenstadt an der norwegischen Westküste. Den vorrückenden deutschen Truppen kommen die ersten Kriegsgefangenen entgegen. Neben den Norwegern sind es auch Briten, die nur wenige Stunden nach den Deutschen in Norwegen gelandet waren und sofort in die Kämpfe eingriffen. Die Front ist erreicht. Links und rechts der Vormarschstraße brennende Häuser. Mit Feldhaubitzen wird der Widerstand niedergekämpft. Die unwegsamen Gebirgszüge und dichten Wälder gaben den ortskundigen Norwegern beste Möglichkeiten, wirksame Verteidigungsstellungen zu errichten. Um den Vormarsch der Deutschen aufzuhalten, haben die Verteidiger wichtige Brücken gesprengt. Pioniere bauen neue Übergänge für Panzer und Geschütze. Nur langsam bahnen sich die Einheiten einen Weg durch die raue norwegische Landschaft. In den stark befestigten Engpässen vor Otter wollten die Briten den deutschen Vormarsch zum Stehen bringen. Lanzer bringen schwere Feldhaubitzen in Stellung. Ohne Hilfe der Luftwaffe ist an dieser Stelle kein Durchkommen möglich. Leuchtraketen zeigen den Piloten die gegnerischen Stellungen. Erst nachdem Sturzkampfbomber in die Kämpfe eingegriffen hatten, konnte die Bergfestung am 28. April erobert werden. Zahlreiche britische Soldaten gerieten dabei in Gefangenschaft. Ein zugefrorener Wildbach bei Tromsnes wird auf Planken überquert. Auch diese Brücke bei Sel wurde von den Briten zerstört. Beim Versuch, das steinige Flussbett zu durchfahren, rutschte einem deutschen Panzer die Kette von den Laufrädern. Pioniere errichteten in kürzester Zeit eine Behelfsbrücke, über die der Nachschub laufen konnte. Für die abgekämpfte Truppe sind diese erzwungenen Stopps eine willkommene Ruhepause. Es bleibt Zeit für eine Zigarette und einen Schluck klaren Wassers. Sofort öffnet der Friseur seinen Salon unter freiem Himmel und auch die vernachlässigte Körperpflege kann nachgeholt werden. Nur die Techniker haben keine Pause. Die strapazierte Ausrüstung bedarf dringend ihrer fachkundigen Wartung. Wegen einer gesprengten Brücke bei Rosten mussten die deutschen Truppen am 30. April 1940 den Weg von Largard bis Rosten auf einer Länge von 6 Kilometern auf den Eisenbahnschwellen zurücklegen. Eine große Belastung für Mensch und Material. Andalsnes, 250 Kilometer südlich von Trondheim, ist erreicht. Hier waren am 15. April englische Truppen im Rücken der Deutschen gelandet, um ihnen den Landweg nach Trondheim abzuschneiden. Erst nach harten Gefechten flohen die Briten zurück auf ihre Schiffe. Den Deutschen fielen neben anderem Beutegut auch diese britischen Fahnen in die Hände. Der Kommandeur der 196. Division, General Pellengar, der an der Spitze seiner Truppen in Andalsnes einmarschiert war, studiert die Karten. Da die zur Verfügung stehenden Karten oft ungenau waren,
mussten sich die Lanzer bisweilen der Ortskenntnisse der einheimischen Bevölkerung bedienen, um sich in den unwegsamen Regionen des Landes zurechtzufinden. Die Infrastruktur in den abgelegeneren Landesteilen war relativ schlecht. Ausgebaute Flugplätze waren selten. Die kleinen Flugboote nutzten die Bergseen als Landefläche. Für das MG-Bataillon 13, dessen Arzt wir diese Aufnahmen verdanken, endete in Andalsnes der Norwegen-Feldzug. Der folgende Film führt uns weit in den Süden nach Halden. Halden ist eine kleine südnorwegische Stadt, unmittelbar an der schwedischen Grenze. Die bis 1928 Fredrikshald genannte Stadt wird von der Felsenfestung Fredriksten überragt. Die strategisch wichtige Lage und die Existenz eines gut ausgebauten Hafens waren ausschlaggebend für die Errichtung einer deutschen Garnison. Auf dem Marktplatz der Stadt sind die deutschen Soldaten angetreten. Mit militärischem Zeremoniell wird der norwegische Stadtkommandant vom deutschen Offizierskorps begrüßt. Von der auf 113 Meter über der Stadt liegenden Bergfestung hat man einen umfassenden Blick auf die Wohngebiete und die Hafenanlagen. Es spricht nicht gerade für das Feingefühl der deutschen Besatzung gegenüber der norwegischen Bevölkerung, wenn sie an diesem geschichtsträchtigen Ort, hoch über der Stadt, mit militärischem Zeremoniell die Reichskriegsflagge hisst. Festgehalten ist als nächstes die Verlegung nach Oppdal, einer Bahnstation rund 100 Kilometer südlich von Trondheim. Die Spuren der Kämpfe sind noch immer sichtbar. Leider ist nicht festzustellen, um welche Brücke es sich in diesem Fall handelt. Unzweifelhaft haben aber die Verursacher der Zerstörung ganze Arbeit geleistet. In Oppdal blieb das Regiment bis in den Winter 1940. Möglicherweise schon im Zusammenhang mit geplanten militärischen Maßnahmen gegen die Sowjetunion werden große Mengen Munition und Waffen registriert und verladen. Neben einigen Maschinengewehren stehen vor allem Karabiner zur Verfügung. Wie man sieht, macht Not erfinderisch. Die spiegelglatten Straßen werden als Rutschbahn genutzt, um die schweren Munitionskisten zu den LKWs zu befördern. Nur etwa 70 Kilometer von Oppdal entfernt, in Röres, lag zu dieser Zeit das uns bereits bekannte MG-Bataillon, das von Andalsnes hierher transportiert worden war. Von Röres sind es nur wenige Kilometer bis zur schwedischen Grenze. Und eine Fahrt zur Zollstation war eine willkommene Abwechslung. Freundlich begrüßt der schwedische Grenzposten die Deutschen. Große Probleme bereiteten die schlechten Straßenverhältnisse. Nach ergiebigen Regengüssen verschütteten oft Felsbrocken die Vormarschwege. Mit Hilfe einheimischer Arbeiter mussten dann die schweren Steine von der Fahrbahn geräumt werden. Polternd stürzten sie in die Schlucht. Der Besuch einer der zahlreichen Pelzzuchtfarmen scheint für die Soldaten ein besonderes Erlebnis gewesen zu sein. Fast jeder Film zeigt Aufnahmen wie diese. Aus dem Pelz dieser Silberfüchse fertigten die Norweger warme Winterkleidung. Mit der Kapitulation Norwegens im Juni 1940 begann für die deutschen Besatzungssoldaten ein schwer beschreibbarer Schwebezustand. Während der Feldzug im Westen voll entbrannt war, herrschte hier Frieden. Während an anderen Fronten Tausende starben, blieb hier die Zeit, das Land kennenzulernen und seine Naturschönheiten zu erkunden. Der Bewegungsfreiheit eines Offiziers verdanken wir auch diese Bilder, die während einer Autofahrt von Otta nach Trondheim entstanden. Der Flugplatz von Gardermoen, zur damaligen Zeit strategisch von Bedeutung. Trondheim, die drittgrößte Stadt Norwegens. Der Hafen am Endpunkt des stets eisfreien Trondheim-Fjords war eines der wichtigsten Ziele der deutschen Landungstruppen. Geschützt vor britischen U-Booten lagen hier die Schwesternschiffe Scharnhorst und Gneisenau.
Diese beiden Schlachtschiffe mit mehr als 31.000 Bruttoregistertonnen zählten zu den modernsten Einheiten der deutschen Kriegsmarine. Mit einem kleinen Boot ging die Fahrt hinaus zu den beiden Schlachtschiffen. Trondheim war ein wichtiger Umschlagplatz für Kriegsgüter. Die hohen Verluste auf deutscher Seite durch die britische Marine blieben nicht ohne Auswirkung. Tarnanstriche an den Schiffen waren eine Selbstverständlichkeit. Von Trondheim geht es zurück in westlicher Richtung nach Oppdal, einem Ort auf halber Höhe zwischen Røros und Andalsnes. Die gesamte Region zählt wegen ihrer Ursprünglichkeit zu den schönsten Norwegens. Oppdal, wir kennen diesen Ort schon aus früheren Aufnahmen, war eine typische norwegische Gemeinde. Bedeutung gewann die Stadt durch ihre Lage an der Bahnlinie, die Oslo mit Trondheim verband. Durchreisende schätzten vor allem das moderne Touristenhotel, das ein wenig außerhalb der Stadt lag. Diese Aufnahmen entstanden im Oktober 1940. Etwa zur gleichen Zeit wurde auch dieser bis heute unveröffentlichte Film gedreht. Er zeigt die Ankunft von SS-Einheiten der Division Nord in Kjerkin. Ganz in der Nähe dieser Ortschaft wurden aus den Volldalgruben Erz, Schwefelkies und Kupfer gewonnen. Entlang der Bahnstrecke zeugen zerstörte Ortschaften und Ruinen von der Heftigkeit der zurückliegenden Kämpfe. Auf seiner Fahrt nach Trondheim passiert der Zug das breite Hochtal des Dovrefjells. Im Hafen von Trondheim werden die Einheiten verladen. Ihr Transportschiff, die Rolandseck, hat eine lange Fahrt vor sich. Der Weg führt die gesamte norwegische Küste entlang in Richtung Norden, vorbei am Nordkap bis zum Zielpunkt Kirkenes. Kirkenes war seinerzeit ein bedeutender Umschlagplatz für die Verschiffung des 11 Kilometer südlich am See Bjørnevatn geförderten Eisenerzes. Die russische Grenze liegt nur wenige Kilometer entfernt. In unmittelbarer Nähe des großen Hafens liegt der ältere, durchaus vornehme Stadtteil von Kirkenes mit schönen Häusern, Geschäften und Gaststätten. Die Arbeiter der zahlreichen Fabriken leben etwas abseits in einfachen Holzhäusern. Holz ist hier eine große Kostbarkeit, denn die Tundra ist karg. Soweit das Auge reicht, bedeckt die Rentierflechte den Boden. Die Winter dauern lange. Schon im Spätherbst bedeckt sich der Boden mit einer mäßig dicken Schneedecke, die bis April oder Mai liegen bleibt. Von Ende November bis Anfang Februar herrscht in der Tundra fast ununterbrochen Nacht. Seen und Sümpfe sind vom Schnee zugedeckt und die Menschen meiden die trostlosen, gefährlichen Gegenden. An dieses Leben in der Tundra müssen sich die Soldaten erst gewöhnen. In Erwartung kommender militärischer Ereignisse beziehen die Truppenteile Quartier. Verfolgen wir derweil den weiteren Weg des Maschinengewehrbataillons, das wir in Oppdal verlassen haben. Auf den Reisen durch das Land begegneten den Angehörigen des Bataillons immer wieder die typischen norwegischen Holzhäuser und die schlichten Kirchen, die ebenfalls ganz aus Holz erbaut sind. Bei einer Fahrt mit der Eisenbahn von Dombås nach Oppdal fühlte sich der Kameramann sicherlich in die alte Mythen- und Sagenwelt des Landes versetzt. Handgeschnitzte Turpfosten bei Oppdal erinnern an die Trolle, die in vielen norwegischen Erzählungen weiterleben. Die naturverbundene bäuerliche Lebensart der norwegischen Landbevölkerung einerseits und der militärische Drill der deutschen Soldaten andererseits bildeten einen Gegensatz, wie man ihn sich kaum stärker vorstellen kann. Diese Aufnahmen lassen schnell vergessen, dass das Land militärisch besetzt war. Das Leben scheint zwar im gleichen Rhythmus zu verlaufen wie vor dem Krieg, aber die neuen Herren im Land gehen mit harter Hand gegen jede Form des Widerstandes vor.
Beim Sichten dieser alten Filme hat man bisweilen den Eindruck, als ob jedes Ereignis filmisch festgehalten wurde. Selbst der Hund eines Offiziers wird auf Zelluloid gebannt. Und das, obwohl Filmmaterial immer knapper wurde und teuer bezahlt werden musste. Dass ein so imposanter Wasserfall mit der Kamera festgehalten wurde, ist schon verständlicher. Nach einer Besprechung mit dem Stab des MG-Bataillons 13 irgendwo in einem kleinen Landgasthof geht die Fahrt weiter. Ziel ist Oslo, die Hauptstadt Norwegens, die zu dieser Zeit rund 250.000 Einwohner zählte, liegt an der innersten Bucht des fast 100 Kilometer nordwärts ins Land einschneidenden Oslofjords. Von herausragender Bedeutung war der Hafen, auch wenn er während der Winterzeit 4 Monate lang durch Eisbrecher offen gehalten werden musste. Oslo war das Tor zum europäischen Festland. Über Jahrhunderte hinweg entwickelten sich von hier aus wichtige Kontakte zu den großen Industrienationen und Handelspartnern. Inzwischen war auch der Westfeldzug siegreich beendet worden. Die Deutschen hofften, dass damit der Krieg zu Ende wäre. Viele Regimenter kehrten zurück in ihre Heimatgarnisonen und ein geregelter Urlaub war zu dieser Zeit noch selbstverständlich. Mit vollgepackten Koffern ging es per Schiff zurück nach Deutschland. In Norwegen konnten die Soldaten noch manches kaufen, was in der Heimat schon Mangelware war. Alle fieberten dem Zielort Sassnitz auf Rügen entgegen. Damals wie heute vergehen Urlaubstage wie im Flug. Aus Deutschland mitgebracht wurde offensichtlich einer der seltenen Farbfilme, der nach der Rückkehr die Fahrt von Trondheim in nordöstliche Richtung nach Røros festhält. Os ist erreicht. Von hier aus sind es nur 50 Kilometer bis zur schwedischen Grenze. In der Umgebung von Røros wurden schon im 17. Jahrhundert große Kupfererzvorkommen entdeckt. Da die Förderung dieses Erzes für die deutsche Kriegswirtschaft von besonderer Bedeutung war, wurden in und um Røros starke Militäreinheiten stationiert. Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, wurden regelmäßige Übungen abgehalten. Dieser gut erhaltene Farbfilm verleiht den militärischen Aktionen eine besondere Intensität. Farbe lässt uns das Geschehen unmittelbarer erfahren, verkleinert die Distanz zwischen damals und heute. Zum festen Ausbildungsprogramm gehörte das Überqueren von Flüssen. Um die Soldaten nicht zu gefährden, simulierte man durch Steine den Einschlag scharfer Munition. Was hier noch wie ein Spaß wirkt, sollte bald blutiger Ernst werden. Im Oktober 1940 erhält das Bataillon einen Marschbefehl nach Alta in Nordnorwegen. Bei herrlichem Wetter werden die Fahrzeuge im Hafen von Trondheim auf die Schiffe verladen. Die bevorstehende Fahrt nach Alta ist nicht ungefährlich. Trotz des Rückzugs der Briten aus Norwegen kreuzen ihre U-Boote vor den Küsten. Von einem der umliegenden Berge gelingen diese Farbaufnahmen des Hafens. Schließlich ist alles verladen und die Überfahrt kann beginnen. Angesichts möglicher Angriffe durch britische U-Boote müssen alle Soldaten Schwimmwesten tragen. So gut wie möglich sichern deutsche Flugzeuge den Geleitzug. Die Fahrt geht an den Lofoten vorbei in Richtung Narvik und von hier weiter in nördliche Richtung.
Am 23. Oktober erreicht das Bataillon Alta, die größte Stadt der dünn besiedelten Provinz Finnmark. Alta liegt auf 70 Grad nördlicher Breite und damit noch 300 Kilometer nordostwärts von Narvik. Hier herrscht bereits Winter. Auch das gehört zum Alltag. Regelmäßig müssen die Soldaten einen Löffel Lebertran zu sich nehmen. Reich an Vitamin D gilt Lebertran als wichtiges Nähr- und Arzneimittel. Da es oft an frischem Obst und Gemüse mangelt, soll auf diese Weise bestimmten Krankheiten vorgebeugt werden. Über Geschmack lässt sich in diesem Fall wohl nicht streiten. Auch der Truppenhund erhält seine Ration. Ihm jedenfalls scheint es zu schmecken. Selbst der Wachposten bleibt nicht verschont. Ein Wegweiser bei Gargia, 20 Kilometer landeinwärts von Alta. Die scherzhaft angebrachten Hinweisschilder verdeutlichen, wie lang bereits jetzt die Fronten geworden sind. Begegnung mit einer unbekannten Welt. Alta liegt schon im Gebiet der Lappensiedlungen. Das freie, ungebundene Leben ihrer Vorfahren führten in den 40er Jahren nur noch die wenigen Rentierlappen. Die Mehrzahl von ihnen hatte das Nomadenleben bereits aufgegeben und wohnte in festen Häusern. Bei einer Zigarette ist schnell der erste Kontakt zu diesen freundlichen Menschen hergestellt. Ohne ihre Rentiere wäre für die Lappen ein Überleben in der harten Umwelt unmöglich. Rentiere ziehen die Schlitten und werden als Reittiere genutzt. Ihre dichten Winterfelle schützen vor der Kälte und ihr Fleisch ist neben Fisch das wichtigste Nahrungsmittel. Auch ihr Geweih wird genutzt. Vielfältige Gegenstände des täglichen Lebens werden aus dem harten Horn geschnitzt. In Altagard bestand während der Besatzungszeit ein deutsches Militärlager. Was mögen die Lappen gedacht haben, wenn bei Schnee und Eis die Ehrenformation aufmarschierte, um die Hakenkreuzfahne zu hissen? Bis zur finnischen Grenze waren es nur etwa 100 Kilometer. Offiziell war Finnland ein neutraler Staat. Doch die antisowjetische Stimmung war in Finnland allgegenwärtig. Bekanntlich hatte sich das Land im Frühjahr 1940 der drückenden Übermacht der russischen Invasionstruppen beugen und Teile seines Territoriums abtreten müssen. Zwischen den deutschen Truppen in Norwegen und der Roten Armee lagen an dieser Stelle nur ca. 200 Kilometer. In diesen Breitengraden zeigt sich die Sonne von Ende November bis Mitte Januar überhaupt nicht. Zu Beginn des Jahres 1941 machte zudem ein strenger Winter den Soldaten zu schaffen. Die Schneemassen lagen meterhoch auf den Straßen. Unter Einsatz aller verfügbaren Kräfte mussten die Wege in den Schnee gegraben werden. Dann endlich konnten die Fahrzeuge passieren. Erst mit dem Frühjahr und dem Abtauen der Schneemassen gewannen die deutschen Soldaten ihre Bewegungsfreiheit zurück. Der kleine Flugplatz von Alta ermöglichte zumindest einem Fieseler Storch Start und Landung. Bei einem Flug über den Alta-Fjord entstanden diese großartigen Aufnahmen. Durch eine Unachtsamkeit geriet eine Wohnbaracke in Brand. Das trockene Holz brennt lichterloh. Es wird gerettet, was zu retten ist, doch alle Versuche, das Feuer zu löschen, schlagen fehl. Um das Übergreifen der Flammen auf die Nachbarbaracken zu verhindern, versuchen die Soldaten schließlich mit einer Leiter die brennende Holzfassade einzustoßen. Erst nach mehreren Versuchen kracht die schwere Holzwand nach innen.
So hart der Winter ist, so schön können die Sommertage sein. Die Soldaten genießen mit nacktem Oberkörper eine Fahrt durch den Fjord von Alta in Richtung Narvik. Die Einfahrt zum Hafen von Narvik. Die schweren Kämpfe um die Stadt haben ihre Spuren hinterlassen. Aus dem Wasser ragen noch immer die Masten gesunkener Schiffe. Ein Blick auf die Hafenanlagen. Der im Zuge der Kampfhandlungen zerstörte Erzkai. Auch dieser Aufenthalt wird genutzt, um die Umgebung kennenzulernen. Mit einem Wagen geht es hinauf in die umliegenden Berge. Von hier hat man einen außergewöhnlichen Blick auf Narvik und den Ofotfjord. Deutlich sind die Überreste der deutschen Kreuzer zu erkennen. Sie hatten sich ein Jahr zuvor beim Kampf um Narvik nach Abfeuern ihrer letzten Munition selbst versenkt. Wie gestrandete Wale liegen ihre Wracks am Ufer. Narvik ist nur eine Zwischenstation. Weiter geht es in nördlicher Richtung. Nach Bezug der neuen Einsatzräume hat sich wichtiger Besuch angemeldet. Generaloberst Falkenhorst, Wehrmachtbefehlshaber in Norwegen, und General Dietl inspizieren das Bataillon. Seit der Verteidigung Narviks genießt Dietl bei seinen Soldaten einen legendären Ruf. Unbeeindruckt von der Präsenz der prominenten Generale genießen die norwegischen Kinder die Freuden des Wintersports. Rund um das Militärlager Altaborg geht der Alltag der lappländischen Bevölkerung seinen gewohnten Gang. Blick von Kungshavenfjell auf Bossekop bei Alta im März 1941. Ein norwegischer Dampfer verlässt den kleinen Hafen. Mit Hilfe von Lappen versucht ein deutsches Kommando mit Rentierschlitten die finnische Grenze zu erreichen. Ob diese Fahrt einem bestimmten militärischen Zweck diente, ist nicht mehr festzustellen. Um in der unwirtlichen Natur überleben zu können, erlernen die Soldaten den Bau einer Schneehütte. In der Zwischenzeit kümmern sich die Lappen um die Schlitten, die bis zu 2 Meter lang, aber sehr schmal gebaut sind. Ohne die gedrungenen Rentiere, deren starker Hals zum Ziehen der Lasten wie geschaffen ist, wäre eine solche Expedition unmöglich. Nach Überprüfung aller Geschirre kann die Fahrt beginnen. Die erste Rast in einem kleinen Dorf. Rentiere müssen regelmäßig ausruhen. Nach etwa 50 Kilometern ist Bigeluobal erreicht. Selbst an diesem entlegenen Ort gibt es eine deutsche Feldpostnummer. Bis zur finnischen Grenze sind es nur noch etwa 40 Kilometer. Weiter geht die Fahrt durch die endlosen Schneefelder. Nur eine schmale Kufenspur markiert den Weg. Ohne ihre ortskundigen Führer wären die Deutschen orientierungslos. In der Dämmerung zieht ein großes Rudel Rentiere vorbei.
Noch einmal wird gerastet. Die Rentiertreiber, Wapus genannt, kümmern sich intensiv um ihre Tiere. Die finnische Grenze ist erreicht. In einem entlegenen kleinen Ort treffen die Deutschen auf die ersten Finnen. Nach einem kurzen Gespräch geht es in eiligem Marsch zurück nach Alta. Ein weiterer, bislang unbekannter Film knüpft fast nahtlos an die bislang geschilderten Ereignisse an. Er enthält Aufnahmen aus dem Sommer 1941 in Nordfinnland. Hitler hatte den Krieg gegen die Sowjetunion bereits begonnen. Seine Armeen waren weit nach Osten vorgedrungen. Finnland hatte schon einen Krieg mit der Sowjetunion hinter sich. 1939 hatte Stalin, der das finnische Karelien seinem Reich einverleiben wollte, einen Krieg gegen Finnland begonnen. Nach bewährter Methode beschoss damals die russische Artillerie das auf eigenem Gebiet liegende Dorf Mainila und beschuldigte die Finnen der Aggression. Am 30. November 1939 überschritten die Sowjetrussen die finnische Grenze. Die russische Aggression endete 1940 mit der Annexion Kareliens. In der Hoffnung, die alten Landesgrenzen wiederherzustellen, war Finnland daher am 26. Juni 1941 an der Seite Deutschlands in den Krieg gegen die Sowjetunion eingetreten. Während die Deutschen im hohen Norden losschlugen, griff die finnische Armee die russischen Stellungen in der Höhe des Ladagosees an. Nach erfolgreichen Vorstößen konnten sie die im Krieg von 1939-40 verlorenen Gebiete zurückerobern. Nach diesem Erfolg verlor ihre Offensive allerdings an Schwung und wenig später igelten sich die Finnen in Verteidigungsstellungen ein. Am Polarkreis waren die deutschen Truppen weitgehend auf sich allein gestellt. An ihrer Seite kämpften nur kleinere finnische Einheiten. Die verschlammten Straßen stellten Menschen und Material auf harte Bewährungsproben. Nur mit Hilfe der robusten Pferde konnten diese Schwierigkeiten überwunden werden. Nicht selten jedoch behielt die Natur Oberhand, wie diese Bilder eindrucksvoll belegen. Ziel der deutschen Angriffe war einerseits die Eroberung der Hafenstadt Murmansk, andererseits die Unterbrechung der Bahnlinie Murmansk-Leningrad. Murmansk war der einzige ganzjährig eisfreie Hafen der Sowjetunion am Polarkreis. Letzte Ausläufer des Golfstromes sorgen dafür, dass auch bei Lufttemperaturen von minus 50 Grad Celsius die Zufahrt nicht im Eis erstarrt. Die von diesem Hafen nach Leningrad führende Bahnlinie war Hitler ein Dorn im Auge. Er befürchtete, dass Stalin auf diesem Wege seine Truppen nach Murmansk entsenden könnte, um die nur 100 Kilometer entfernt liegenden Nickelgruben im finnischen Petsamo anzugreifen. Dieses Nickel aber war für die deutsche Kriegswirtschaft von großer Bedeutung. Stalin seinerseits wollte den Hafen und die Bahnlinie um jeden Preis halten, weil er wusste, dass er auf die materielle Hilfe der USA angewiesen war, um die hohen Verluste der ersten Kriegsperiode auszugleichen. Diese Hilfslieferungen aber konnten nur im eisfreien Hafen von Murmansk angelandet und über die Murmanskbahn in das Innere der Sowjetunion transportiert werden. Der Krieg in den Wäldern des hohen Nordens bereitete den Deutschen größte Probleme. Schwere Waffen und Panzer waren in diesem unwegsamen Gelände kaum einsetzbar. Die Hauptlast des Krieges trug der Infanterist. Buchstäblich auf seinen Schultern mussten Geräte, Waffen und Munition an die Front gebracht werden. Einzige Helfer waren die robusten finnischen Pferde. Unter solchen Bedingungen konnten als weiterreichende Waffen nur Mörser eingesetzt werden. In Einzelteile zerlegt, brachten die Männer das Geschütz in die vorderste Linie und bauten es hier wieder zusammen. Jede einzelne Granate musste mühsam und auf langen Wegen zu Fuß herbeigeschafft werden. Die Kampfgebiete waren weitgehend unbewohnt.
Die Soldaten hausten in Erdlöchern und Holzhäusern. Verteidigungsstellungen mussten dem harten Boden förmlich abgerungen werden. Angesichts des unwegsamen Geländes war es an der gesamten Front zu keinem Zeitpunkt möglich, mehr als 2 Divisionen zu versorgen. Große operative Militärschläge waren damit ausgeschlossen. Der Feldzug am Polarkreis entwickelte sich mehr und mehr zu einem Krieg im Verborgenen. Kommandotaktik, Vorstöße kleinerer Einheiten, Rückzüge und erneute Stoßtruppenunternehmungen kennzeichneten diese Kämpfe. Obgleich Diedels Truppen nach vielen Mühen schließlich die Lisa erreichten und damit weniger als 50 Kilometer vor Murmansk standen, gelang es den Deutschen nicht, die Stadt zu erobern. Von Anfang Juli bis Mitte September 1941 scheiterten 3 Versuche der Gebirgsjäger, Murmansk zu besetzen. Mehr als 2600 Tote und Vermisste und fast 8000 Verwundete allein auf deutscher Seite waren zu beklagen. Bilder wie diese wurden zur Normalität. Fern der Heimat ließen die jungen Soldaten ihr Leben. Ungeschminkt halten diese Bilder das grausame Gesicht des Krieges fest. Aufnahmen, die in den offiziellen Wochenschauen, wenn überhaupt, dann nur sehr spärlich veröffentlicht wurden. Da sich die Sowjets nicht nur auf die Verteidigung beschränkten, sondern immer wieder Gegenangriffe durchführten, befanden sich die deutschen Truppen im ständigen Alarmzustand. Überhaupt waren die Russen an diesem Frontabschnitt von Anfang an ein gleichwertiger Gegner. An manchen Stellen hatten ihre Granaten ganze Wälder abgemäht. Nackt reckten sich die kahlen Stümpfe der Bäume aus dem Boden. Während in den Sommermonaten Myriaden von Fliegen und Mücken den Deutschen zu schaffen machten, war in den langen Wintermonaten die eisige Kälte das größte Problem. Abgeschnitten von jeder Infrastruktur versuchten die Truppen zu überleben. Schnell lernten die Soldaten, sich aus der Natur zu versorgen. Holz war überall reichlich vorhanden. Es diente zum Bau von Baracken und Bunker, in denen sich die Männer am Feuer wärmen konnten. Erfrierungen waren keine Seltenheit. Verwundete mussten auf Pferdeschlitten viele Kilometer zurück zu einem der wenigen Verbandsplätze geschafft werden. Viele starben, weil sie nicht rechtzeitig einen Arzt erreichen konnten. Nur selten konnte ein fieseler Storch landen, um Verletzte auszufliegen. Ebenso selten griff die deutsche Luftwaffe ein. Wäre sie beim Kampf um Murmansk mehr zum Einsatz gekommen, so wäre die Eroberung dieser Schlüsselstellung möglich gewesen. Im Verlauf des Feldzuges gegen die Sowjetunion begegnen wir auch der SS-Einheit der Division Nord wieder, die zuletzt im Raum Kirkenes stationiert war. In Eilmärschen hatte sie Finnland durchquert und die sowjetische Grenze erreicht. Die schlechten Straßen sind für ihre schweren Lastwagen ungeeignet. Immer wieder kommt es zu ungewollten Unterbrechungen. Der Kameramann nutzt einen solchen Zwischenstopp, um auf einem Farbfilm den Aufmarsch seiner Einheit, die Landschaft und die staunenden finnischen Zivilisten festzuhalten. Eine weitere deutsche Einheit ist in Oulu, einer nordfinnischen Provinzhauptstadt, angekommen. Der Marsch zum Bahnhof führt sie mitten durch die Ortschaft. Mit dem Zug wird auch diese Truppe ostwärts quer durch ganz Finnland nach Kuusamo in die unmittelbare Nähe der russischen Grenze verlegt. Nicht nur Mensch und Maschine leiden unter den harten Anforderungen, auch die Pferde zahlen ihren Tribut und müssen ständig versorgt werden. Da sich die Verpflegung der Truppe durch die langen Anfahrtswege immer schwieriger gestaltete, war jede Zusatzration willkommen. Findige Köpfe funktionierten beispielsweise dieses Fass zu einer Räucherkammer für Fische um. Und Fisch gab es nun wahrlich genug in den unzähligen Flüssen und Seen.
Angesichts des täglichen Sterbens sind Bilder wie diese nur schwer zu verstehen. Doch vielleicht genießt man das Leben intensiver, wenn der Tod allgegenwärtig ist. Eine Musikkapelle war oft die einzige Abwechslung im tristen Alltag. Abseits des militärischen Drills genoss man die wenigen Möglichkeiten der Unterhaltung. Der Kampf mit einem unsichtbaren Gegner war besonders gefährlich und zerrte an den Nerven. Die Russen waren Meister der Tarnung und die undurchdringlichen Wälder boten ihnen perfekte Verstecke. Die ständige Bedrohung durch den Feind und die oft stundenlangen Märsche durch die endlosen Waldgebiete und Sümpfe forderten die letzte Kraft der erschöpften Männer. Um sich vor dem russischen Artilleriebeschuss zu schützen, gruben sich die Soldaten, wo immer sie konnten, in die Erde. Schwere Baumstämme und aufgeschütteter Erdboden gaben Sicherheit vor den Geschosssplittern. Die auf den ersten Blick malerisch wirkenden Seen und Flüsse waren für die Deutschen voller Gefahren, denn für einen am Ufer lauernden Gegner war man auf dem Wasser ein gut auszumachendes Ziel. War die Umgehung eines Sees nicht möglich, musste eine Fähre gebaut und diese entsprechend gesichert und getarnt werden. Erst dann konnte man die Fahrt wagen. In den unwegsamen Wäldern hingegen war ohne die berühmten Knüppeldämme ein Fortkommen undenkbar. Stabil gebaut waren sie dann allerdings auch für Lastwagen befahrbar. Im Winter versank alles im Schnee. Jetzt galt es, sich den Gegebenheiten anzupassen, um zu überleben. Die Temperaturen sanken bis auf 40 Grad unter Null. Beste Tarnung boten Schneeanzüge. Mit ihnen waren die Männer kaum noch von ihrer Umgebung zu unterscheiden. Mehr noch als im Sommer beschränkte sich der Krieg im Winter auf Stoßtruppunternehmungen. Der Truppführer weist seine Männer in den Verlauf der Frontlinie ein. Aufmerksam wird jede Bewegung des Gegners beobachtet. Tatsächlich wird am gegenüberliegenden Waldrand eine russische Patrouille ausgemacht. Für kurze Zeit sind die russischen Soldaten zu sehen. Doch obwohl das Maschinengewehr sofort einsatzbereit gemacht wird, kann der Gegner in den verschneiten Wäldern untertauchen. Nach diesem Einsatz geht es zurück ins Lager. Mit einer Zigarette werden die angespannten Nerven beruhigt. Die ärztliche Betreuung von Schwerverletzten entwickelte sich zu einem wachsenden Problem. Viele Soldaten starben an Wunden, die bei rechtzeitiger medizinischer Versorgung hätten geheilt werden können. Viel zu selten landete der wendige Fieseler Storch auf einer der schneebedeckten Waldlichtungen, um einen Patienten abzutransportieren. Alles musste schnell gehen, denn vor überraschenden Feuerüberfällen der Russen war man nirgendwo mehr sicher. Dietl war allgegenwärtig. Selbst für den Kameramann hatte er Zeit und ein aufmunterndes Lächeln. In der Regel fanden die Stabsgespräche in primitiven Holzbaracken statt. Bei den deutschen Soldaten sorgten die finnischen Lottas für Verwunderung. Diese Frauen, meistens ausgebildete Krankenschwestern, bekochten und versorgten die Männer auch an der Hauptkampflinie. Ihre heißen Suppen waren in der klirrenden Kälte überlebenswichtig. Im Sommer und Winter gehörte das Knacken von Läusen zu den täglichen Pflichten. Der Erfolg war meist ernüchternd. In den warmen Holzbaracken vermehrten sich die Läuse schneller, als sie zu beseitigen waren. Kiestinski war an der Karelienfront der zentrale Ausgangspunkt für die deutschen Vorstöße gegen die Murmanskbahn. Auch hier besuchte Dietl seine Gebirgsjäger.
Das Ziel der deutschen Angriffe war Luki, eine russische Stadt unmittelbar an der Bahnlinie. Wer Luki besaß, kontrollierte die Eisenbahnbewegungen. Eingehüllt in ihre Schneemäntel kämpften sich die Männer durch die russischen Wälder auf die Murmanskbahn zu. Doch auch an dieser Stelle blieb der Angriff im Abwehrfeuer der Russen stecken. Lediglich eine Nebenstrecke fiel in die Hand der Deutschen. Zwar ermöglichte der Besitz vorübergehend eine schnellere Truppenverlegung an die Front, für den Ausgang der Kämpfe war dieser Umstand aber bedeutungslos. Alle Versuche waren vergeblich. Die Operation Platinfuchs, so lautete der militärische Deckname für die Eroberung von Murmansk und die Einnahme der Bahnlinie nach Leningrad, war gescheitert. Möglicherweise, weil die Deutschen ihre ohnehin schwachen Kräfte zersplitterten, statt sie konzentriert gegen Murmansk einzusetzen. Auf deutscher Seite bezahlten viele tausend Soldaten den misslungenen Feldzug mit ihrem Leben. Beweint von Frauen, Müttern und Kindern ruhten sie in der fremden Erde. Keine passenden Bilder für die offiziellen Wochenschauen der Nationalsozialisten. Den Überlebenden blieb nichts anderes übrig, als sich in ihren Stellungen einzuigeln und abzuwarten. Trotz des massiven Einsatzes von Menschen und Material kamen auch die Russen bei ihren Gegenangriffen kaum einen Schritt voran. Eine letzte groß angelegte Offensive im April 1942, bei der die ganze 14. sowjetische Armee auf Dietls zahlenmäßig weit unterlegenes Gebirgskur einstürmte, scheiterte. Ganze sowjetische Einheiten fielen schon in der Aufmarschphase der eisigen Kälte zum Opfer. Von 6000 Angehörigen der 115. Schützendivision beispielsweise erreichten nur 500 die Front. Nach dieser gescheiterten Offensive erstarrte die Front im hohen Norden. Russlands Lebensnerv, die Bahnlinie von Murmansk nach Leningrad, blieb intakt. Hitlers Pläne waren gescheitert. Was dieses Scheitern bedeutete, wurde schon im ersten Jahr des amerikanischen Hilfsprogramms für Russland offenbar. In diesem Zeitraum liefen 19 amerikanische Geleitzüge in Murmansk ein. Ihre Fracht bestand aus 3052 Flugzeugen, 4048 Panzern und über 520.000 Fahrzeugen aller Art. Das waren größere Stückzahlen, als sie der gesamten deutschen Wehrmacht bei Beginn des Ostfeldzugs zur Verfügung standen. Und der amerikanische Nachschubstrom sollte auch in den weiteren Kriegsjahren nicht abreißen. Während der Russlandfeldzug im Süden und der Mitte voranschritt und an der Südwestfront sogar den Don erreichte, fiel die Front in Finnland in einen Wartezustand. Die Deutschen richteten sich, so gut es die Bedingungen zuließen, in diesem Schwebezustand ein und versuchten, die Frontlinien zu halten und den Gegner nicht aus den Augen zu lassen. Während der Sommermonate boten sich die hohen Nadelbäume als Beobachtungstürme an. Von hier aus konnte man mögliche Bewegungen der russischen Armee frühzeitig erkennen. Auch in den langen Wintermonaten halfen die inzwischen gewonnenen Erfahrungen, den eisigen Stürmen und Temperaturen zu widerstehen und den Gegner dennoch nicht aus den Augen zu verlieren. Norwegen selbst, das die Deutschen nach wie vor besetzt hielten, geriet angesichts der dramatischen Entwicklungen an allen Fronten fast vollkommen aus dem Blickwinkel der Berichterstattung. Zu Unrecht, denn auf diesem Kriegsschauplatz gelangen den Alliierten militärische Unternehmungen von großer Tragweite. Das herausragendste war zweifellos die Zerstörung der Schwerwasserfabrik Norsk Hydro. Wie bereits erwähnt, hatte Deutschland durch das in diesem Werk hergestellte schwere Wasser einen entscheidenden Vorteil im Wettrennen um den Bau einer Atombombe für sich verbuchen können. Da die Lage der Fabrik inmitten hoher Berge eine gezielte Bombardierung unmöglich machte, landeten am 16. Februar 1943 sechs britische Agenten in Norwegen. Sie waren lange auf diesen Einsatz vorbereitet worden. Ihr Auftrag war es, das Schwerwasserwerk zu vernichten. Tatsächlich gelang es ihnen, mit Hilfe norwegischer Mittelsmänner in die schwer bewachte Fabrik einzudringen und die Elektrolysezellen zu sprengen. Das Unternehmen Gunnerside war für die Briten ein voller Erfolg. Das Ziel des Sabotageaktes wurde in vollem Umfang erreicht. Alle Beteiligten konnten unversehrt nach England zurückkehren
und der technische Vorsprung der deutschen Seite war beendet. Im gleichen Jahr gelang den Briten ein weiterer spektakulärer Schlag. Die erfolgreiche Jagd auf das Schlachtschiff Tirpitz. Sie war der Stolz der deutschen Kriegsmarine. 251 Meter lang, 36 Meter breit, bestückt mit 4 Doppeltürmen mit Kanonen vom Kaliber 38 und einem Aktionsradius von über 10.000 Kilometern. Vorzüglich getarnt lag die Tirpitz zunächst im Trondheim-Fjord und bildete damit eine ständige Gefahr für die nach Murmansk laufenden alliierten Geleitzüge. Ende 1942 wurde sie zunächst nach Norden in den Alta-Fjord und von hier im März 1944 in die Nähe von Tromsø, ca. 130 Kilometer von Narvik, verlegt. Immer wieder war es britischen Kommandos gelungen, die Tirpitz aufzuspüren und durch Kleinst-U-Boote und wiederholte Luftangriffe zu beschädigen. Ebenso oft war es der deutschen Seite gelungen, das schwere Schlachtschiff wieder instand zu setzen. Am 12. November 1944 schließlich gelang der entscheidende Schlag. Mit speziell entwickelten 5000-Kilo-Bomben griffen britische Flugzeuge das Schiff an. Diesmal sind die Verwundungen tödlich. Die Tirpitz kentert und bleibt Kiel oben im Wasser liegen. In ihrem stählernen Leib werden mehr als 1200 Seeleute lebendig begraben. Die deutsche Kriegsmarine verlor mit der Tirpitz eines ihrer wichtigsten Schlachtschiffe. Ein weiterer schwerer Verlust, der nicht wieder ausgeglichen werden konnte. Auch an den Fronten im Norden, die bislang von den deutschen Truppen gehalten wurden, zeichneten sich entscheidende Veränderungen ab. In der Mitte des Jahres 1944 begannen die lang erwarteten massierten Angriffe der Roten Armee. Innerhalb weniger Monate war die finnische Armee geschlagen. Im September 1944 wechselte der einzige nordeuropäische Verbündete Hitlers sogar die Front. Jetzt hatten die Deutschen neben den Russen auch die ehemaligen Waffenbrüder gegen sich. Selbst der am 23. Juni 1944 bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückte Generaloberst Dietl hätte angesichts einer solchen Entwicklung wenig ausrichten können. Innerhalb weniger Monate räumten die deutschen Truppen ihre Stellungen in Finnland und zogen sich nach Nordnorwegen zurück. Damit war für Deutschland, nach dem Verlust der Erdölquellen in Rumänien und der Erze aus dem Balkan, jetzt auch das finnische Nickel verloren. Die totale militärische Niederlage war vorgezeichnet. In Norwegen blieb die Wehrmacht trotz der sich ständig verschlechternden Gesamtlage von Kämpfen verschont. Widerstandsaktivitäten der von London ausgeführten schwedischen Untergrundorganisation, die versuchten, das Unrechtsregime Terbovens zu bekämpfen, wurden von der deutschen Besatzung im Keim erstickt. Ihre Anführer verhaftet, interniert und zum Teil erschossen. Die 40.000 Soldaten der deutschen Besatzungsmacht standen bis zum Kriegsende unter Waffen. Erst am 8. Mai 1945 kapitulierten sie kampflos.